Willkommen zurück und wieder eine neue Folge. Ach, kontinentale Eierbrüten. Keine Ahnung, was mir da durch den Kopf geschossen ist. Auf jeden Fall haben wir wieder 18 Stück für euch am Start. Zweimal 9. Das packe ich immer so zusammen. Und wir schauen gleich mal nach, was drin ist. Vielleicht wieder ein Taurus, vielleicht einmal ein Porenta. Das war noch nicht dabei. Und das erste ist natürlich ein Taurus. Sehr schön mit 1382. Bester Satz. Und diesmal geht es natürlich Schlag auf Schlag, da ich gesehen habe, dass die letzte Folge ein bisschen lang ging und das soll nicht so langweilig wirken. Also knallen wir hier die Eier einfach durch. Nach dem Taurus ein Sandan mit 2400 Staub. Auch der beste Satz. Die Bewertungen werden ja eh nebenbei dann eingeblendet. Also einfach schön Sätze durchdrücken. Ein Porygon. Haben wir jetzt also die Nummer 3, die aus den Eiern kommt. Oder neben Tangela. Ach nee, das war ja letztens auch Porygon. Was mich immer noch verwundert, da es weder Alola noch Continental ist, aber trotzdem schon Tangela und Porygon aus den Eiern kamen. Nochmal ein Sandan, das sieht man gern, da kann man nochmal eine Alola Trade Session machen mit Philippone. Auch wieder bester Satz. Aber weiter geht's natürlich, wie gesagt, Schlag auf Schlag, denn es ist schon dunkel, es ist kalt, alle wollen heim. Alola Dicta in the building mit 3 Haaren auf dem Kopf. 2200 Staub und wieder bester Satz natürlich. Also das ist bis jetzt eine gute Ausbeute. Beim letzten Mal waren ja wirklich 3-4 dabei, nur mit dem zweiten Satz. Und da das erste Porenta. Wir haben natürlich schon welche. Da sehen die Bonbons richtig gut aus. Und es hat auch den besten Satz und KP auf 15. Ja, wir haben damals nämlich, als Porenta 48 Stunden da war, in München gepercht und haben uns ein paar Hunderter geholt. Aber jetzt aus den Eiern das erste Mal. Richtig cool also. Wieder ein Dickter, wieder bester Satz. Und dann müssten wir auch schon bald durch sein mit den ersten 9 Eiern. Keine Ahnung, warum ich immer so komisch rede, aber noch ein Alola Sandan im Haus. 1700 Staub und wieder bester Satz natürlich. Eins kommt noch. Wer hier fleißig mitgezählt hat, weiß, ob es das letzte ist oder noch eins danach kommt. Aber es ist wieder ein Alola Sandan. Das ist hier eine besondere Sendung mit 666 WP, aber dafür nur zweiter Satz. Das waren die ersten 9 Eier. Jetzt wirklich, wir tippen noch mal kurz hier das Kleinstein an. Ist leider kein Shiny. Wir fangen es trotzdem mal und sagen bis später, wenn die nächsten 9 Eier kommen. Diesmal auch tagsüber bei besserer Beleuchtung. Peace out, keine Vorhaut, denn es geht ja noch weiter. Ciao. So, da sind wir wieder zurück mit den 9 Eiern. Es geht Schlag auf Schlag, das habe ich euch versprochen. Und das erste geht gleich auf. Wir sind gespannt. Ein Porenta, schon das zweite also. Richtig saftig, die Bewertung schnell durchgedrückt, bester Satz natürlich, gleich weiter, keine Zeit verlieren, damit die Videos nicht so lang werden natürlich. Und ein Mauzi, was man nun wirklich nicht mehr braucht, haben wir jetzt schon als Glücks-Pokémon und haben wir natürlich auch als Hunderter, also ich. Kann's mit allen aufnehmen, bla bla bla, auch bester Satz, Prozente werden eingeblendet, keine Sorge. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Ei. Ich möchte unbedingt ein richtig gutes Taurus haben. Das ist kein Taurus, auch wenn man es denken könnte. Mit viel Fantasie vielleicht. Nochmal bester Satz. Aber... Vor allem komme ich jedes Mal durcheinander mit dem Zählen, aber gut, das war jetzt das dritte. Es sind also noch 6 Stück. Ein Dickter. Ja, die sitzen ja nicht so überall rum. Zwar ohne Haare, aber hier mit Haaren aus dem Ei brauchen wir nicht. Trotzdem... Bester Satz, also bis jetzt alles cool, sonst hat man immer nur zweite Sätze in den Eiern, aber bis jetzt 4-mal bester Satz ist eine richtig gute Sache. Das ist natürlich nicht eine richtig gute Sache, schon wieder der haarige Mohrenkopf. Zweiter Satz auch noch, also es, jetzt reicht's wirklich, also ich garantiere für nichts mehr. Ich möchte auch nur ein gutes Taurus oder ein gutes Kangama haben. Hui, ein Kontinentales und noch ein Pandimos. Das einzig Gute bei Pandimos ist, dass ich dann immer diese
lilane Schrift einblenden kann. Aber hat nur den zweiten Satz, also auch nutzlos. Haben wir schon einen Hunderter und noch einen Hunderter. Aber weiter geht's mit einem Mauzi. Wenigstens hatten wir bisher trotzdem schon zwei Kontinentale dabei. Und auch nur zwei der Satz. Auf den Sternstab haben wir jetzt auch nicht geachtet. Ihr seht, das geht wirklich Schlag auf Schlag. Da gehen alle Infos unter. Braucht man nicht. Und noch ein Kontinentales. Aber wieder ein Pandemos. Also 1070. Mit dem zweiten Satz. Eins dürfte noch kommen, glaube ich. Wenn nicht sogar noch eins, aber das sehen wir gleich. Wir haben ein Kleinstein. Wenn das wenigstens normal ist in Shiny wäre, das wäre richtig nice. Habe ich leider noch keins. Auch nur der zweite Satz. Ja, das war's. Wieder 18 Eier. Zweite Folge auch beendet. Immer noch kein richtig krasses Tauros, kein richtig krasses Kangama. Auf die zwei bin ich richtig heiß, da bin ich so scharf drauf. Aber es ist ja noch Zeit, deswegen, das war's für diese Folge. Schöne Grüße an Philippone, der aber neben mir sitzt, also eigentlich sinnlos. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Wieder 18 Eier, denke ich mal. Bis dann, peace out, Vorhaut, euer Ramses und Philippone. Genau, Calzone. Wir sind noch mal kurz zurück mit dem Video nach dem Video, denn bei Philippone Calzone ist nämlich auch noch ein Ei aufgegangen. Das wollen wir euch jetzt hier zeigen. Seid live dabei. Wir schauen mal auf den Bildschirm. Hey! Miauz, genau! Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Aber was will man machen? Ja, aber heb das auf, das kannst du alles tauschen bei der nächsten Alola Trade Session. Auf jeden Fall war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge 18 Eier Deluxe Teil 3. Sei dabei! Um 2. Nee, das starte ich extra spät hoch. Peace out, Vorhaut auf jeden Fall.